Wir führen einen Universalbetrag ein für jedes Kind, das in Österreich lebt, von 200 Euro. Begründen das auch aus den Kinderrechten. Jedes Kind, das hier in Österreich lebt, ist uns viel wert, nämlich 200 Euro pro Monat. Und stützen auch letztlich dadurch, dass wir über eine Kindergrundsicherung sprechen, die Kinderrechte an und können hier alle Kinder fördern. Wir sehen aber, dass die armutsbetroffenen Kinder deutlich mehr Geld brauchen, damit sie die Teilhabe sich finanzieren können. Deshalb muss es zu einer einkommensbezogenen Tangente kommen, die eben dann maximal 425 Euro additiv ausmachen kann und soll. Für jene Kinder, die in Haushalten leben, die nicht mehr als 20.000 Euro Jahreseinkommen haben, kommt das dann additiv dazu.